Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Mein Vater planscht noch hinten im Meer, also dachte ich mir, ich fange schon mal an. Bitte schön. Hast du gerade mein Bitteschön gesagt? Ja. Mein Freund. So, wir befinden uns hier im Hard Rock Café in Montego Bay auf Jamaika. Großartige Location, wunderbarer Strand, beste Stimmung am Start. Und wie es so ist in den Ferien, Arbeiten macht richtig Spaß. Und so heiß und warm und herrlich, wie es hier ist, und vor allem so sonnig, genauso sonnig ist es im Norden auch, bei den Rentieren. Nur ein bisschen kühler. Gucken Sie mal. Liebe Gäste, wir befinden uns 20 Kilometer weit entfernt von Tromsø im Wilderness Camp und haben einen neuen gemeinsamen Freund gefunden. Das ist ja nicht deine erste Begegnung mit einem Rentier, sondern du bist ja auch schon mit einem Rentierzug durch Norwegen gezogen. Wie viele Kilometer waren das damals? Oh, das war wahnsinnig lange Strecke. Das war die längste Strecke, die je ein Rentierzug gezogen ist. Über 300 Kilometer. Kautokeino liegt ganz in der Mitte von Finnmarken. Man ist mit diesen Rentieren einen Monat lang unterwegs gewesen. Es waren über 3000 Rentiere, mit denen wir zogen. Und das sind gewaltige Mengen an Tieren. Die kommen wie so ein Strom über einen Berg. Und du denkst, das kann nicht wahr sein, dass so viele Rentiere plötzlich auftauchen. Die Mütze, die ich trage, das ist die Mütze der Kautokeino-Samen. Die vier Zipfel bedeuten die vier Himmelsrichtungen auf dieser Welt. Nils, Peter und ich, wir sind schon seit 50 Jahren gute Freunde. Ich bin mit ihm und seiner Familie auf Rentierzügen gewesen. Wir sind mit Tausenden von Rentieren über 350 Kilometer gezogen. Wir wohnen in einem kleinen Dorf, das Kautokeino heißt. Finnmarken und Kautokeino ist der beste Platz, wo man Rentiere halten kann. Frühling startet man mit den Rentieren in Richtung Arnøya. Für mich ist das Wichtigste im Leben ist die Rentierkultur und die samische Sprache, dass sie weiter erhalten bleibt. Er möchte gerne draußen in der Natur sein und ein ursprüngliches Leben haben. Det var når du og din kone skulle kjøre reinsdyr, og dere kjørte bare karusell. Det var som sirkus. Er erklärt gerade, das Lustigste, was er fand, war, wir hatten Rentiere, die hatten immer eine Linksdrall. Wir saßen also im Schlitten und die Rentiere wollten nur immer links herum fahren und alle Samen lachten sich halb tot, dass wir die Rentiere nicht auf Vordermann brachten. Jetzt also Schlitten fahren! Zum ersten Mal war der Comedian Andy Ost bei uns an Bord. Erstmal hat er ein super Programm hingelegt, aber dann wurde er von unserem Rossini-Koch und vom Entertainment-Manager so richtig in das Licht geführt. Er dachte, er tritt gegen eine Kandidatin an und muss gegen sie Essen erraten. Was er nicht wusste ist, naja, sehen Sie selbst. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal die Brillen auf. So, bei Andy sitzt das schon ganz gut, ja. Wir fangen gleich an mit einem Drei-Gänge-Menü und ja, das Spiel ist im Prinzip ganz einfach. Einfach essen. Ein bisschen kauen, ne? Nicht einfach nur runterschlucken, sonst bringt das ja nichts. Und einfach mal gucken, was es dann Leckeres sein könnte. Und bitteschön. Das soll man essen, der macht das wie auf den Toiletten in den Kabinen, das macht einfach weg. Was glaubst du denn, mein lieber Andi, was hast du da gerade zu dir genommen? Ja, das ist, also am liebsten wird man jetzt natürlich mit irgendwelchem Fremdwörtern um sich schmeißen, wo ich kein Mensch verstehe. Rassiges Säurespiel, welch eine Delle im Abgang. Es war ein. Welche Delle im Abgang habe ich auch noch nie gehört. Also, was war es denn jetzt?
Es war, wenn ich raten müsste, es war Bonjour vom Puff Puff de Bonne Nuit. Fragen wir doch einfach mal Alexandra, so, was sie ausgeschmeckt hat. Jetzt bist du. Also, was ich geschmeckt habe, ist Fisch. Also irgendwie eine Buttermakrele mit Limette und ein bisschen Kürbis und dieses Chimichurri dabei. Was? Die Dame. Also, ja, ich glaube, wir haben eine Expertin erwischt. Du musst ins Mikro sprechen, nicht einatmen. Ja. Gibt es hier irgendwie, wenn man jetzt schon 12-mal hier war, an der Handicap oder sowas, auf dem hier gegessen wird? Vielleicht, weil das ist ja, ja. Wahnsinn. Sagt, ja, ist Wurst, schieb rein, sagt er. Sehr schön. Mund auf. Also das ist irgendwie... Ja, also, das ist richtig. Da ist Zeug drin, definitiv. Avocado und Cracker. Cracker? Ja. Glaubst du wirklich, im Rossini gibt's Cracker mit Avocado? Ja, das sind wahrscheinlich irgendwelche im Barrique-Fass gelagerten Cracker. Ich habe keine Ahnung, aber es hat nach Cracker geschmeckt. Erstmal sagen, alle drei Gänge super lecker, aber die Löffel, die fühlen sich so an, wie wenn man beim Kieferorthopäd so einen Zahnabdruck gemacht kriegt. Das ist riesig groß. Ich vermute mal, also das war eine Kirsche. Das war nicht irgendeine Kirsche, das war eine Sherry. Und die war aus Südfrankreich. Die ist vorgestern ist die eingeflogen worden. Dann war Schokolade. Das war aber nicht irgendeine Schokolade. Das war wirklich... die Schokolade. Wenn man in Marseille am Hauptbahnhof rauskommt. Place General de Gaulle. Links runter Rue de Vassan, rechts Richtung Commerce de la Terre und dann noch die Rue de la Tour runter. Dann geht's über den Place Philippe Barré runter bis zur Rue d'Amenie, ab durchs Gebüsch. Ja? Und da ist doch links unten diese Patisserie Chez Marie. Ja, genau. Da, ja. So. Ja, aber die haben die nicht mehr. Das, das wollte ich nur sagen. Gut. Und ich vermute mal, dass die hier jetzt im Rossini verarbeitet wird. War fantastisch. Sehr schön. Auf jeden Fall ganz klar gewonnen hat unsere Alexandra. Und die hat sich jetzt mal einen ganz, ganz großen Applaus verdient. Und so von der herrlichen Karibikküste vielleicht mal ein bisschen hoch zur Nordseeküste. Einen herzlichen Gruß von Klaus und seinem Freund Klaus. Bitteschön. Hallo Boris, hallo Aida. Am 6.4. gehen wir in Rotterdam an Bord der Aida Prima. Und wir freuen uns schon darauf, mit euch eine geile Party zu feiern. Wir haben unsere größten Hits dabei und die Gitarre. Ja, und schnuppern natürlich Nordseeluft. Genau so machen wir das. Bis dahin viele Grüße von Klaus. Und Klaus. Und beim Moderieren ist es immer richtig toll, wenn man Übergänge findet. Passen Sie auf. Hier reinzuspringen wäre eine richtige Verlockung. Eine noch viel größere kommt jetzt. Die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Ajaccio auf Korsika und nach Olbia auf Sardinien. Es geht weiter nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Noch ein Halt auf Menorca und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und meine Familie und ich, wir freuen uns jetzt richtig auf die nächsten 7 Tage und Sie können sich freuen auf die Bilder der Woche. Bitte schön. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Well, the thing is, yeah, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell anybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words.